So, Stein wird gehauen. Wir haben 30 Siedler. Beziehungsweise Wikinger. Jetzt fehlt nur noch das Holz eigentlich. Ja. Der Träger hat nichts mehr zu tun. Oh, er nimmt die Straße, das geht schneller. Die beiden holen die ganze Zeit nur Lehm, aber das Weizen direkt vor der Nase lassen sie liegen. Du kannst jetzt auch trainiert werden. Gut. Wie viel Holz fehlt noch? 6? Ja, das wird eine Weile dauern, bis der Wald hier nachwächst. Wenn er überhaupt nachwächst. Aber eigentlich müsste er das, weil das ein andere Mal ist uns der Wald ja bis an die Grenze des Dorfes gewachsen. So, jetzt müssten wir gleich das benötigte Holz haben, wenn er reinkommt. Na, noch nicht ganz. Wo gehst du hin? Schuhe holen, ah. Du kannst trainiert werden. Das ist gut. Dass das Gebäude leer steht, ist egal. Okay, Straßen sind gebaut. Unsere Bauarbeiter haben gerade auch nichts mehr zu tun. Und ich denke, das reicht erstmal mit den Straßen. Wobei ich anfangen könnte, hier ein bisschen zu vernetzen. So, das sollte reichen. Du kannst trainiert werden. Du bist der Lebenssammler. Kommt, Leute, bringt mir Holz. Warum geht mein Holz eigentlich nicht hoch, obwohl die beiden... Wenn man den großen See im Süden umging und die Goldberge passierte, gelangte man in das Lager der Gelbmesser. Ein Stamm tapferer, rothäutiger Winländer, der von Jagd und Fischfang lebte. Unsere Beziehungen zu ihnen waren freundlicher Natur. Zwar gab es manchen kleineren Händel zwischen ihren und unseren Kriegern, aber es handelte sich selten um etwas Ernsthaftes. Eines Tages jedoch brach im Dorf der Gelbmesser eine Krankheit aus, die man bei uns Mittsommerfieber nannte. Viele der Bartlosen lagen mit triefenden Nasen und heißen, schmerzenden Gliedern danieder. Ihr Geist vernebelte sich zunehmend, während ihr Körper immer kraftloser wurde. In unserer Heimat durchlitten die meisten dieses Fieber im Kindesalter, doch selten nahm jemand ernsthaft Schaden daran. Den Wienländern jedoch schien die Krankheit völlig unbekannt zu sein. Und schon wenige Tage nach ihrem Ausbruch beweinten die Frauen die ersten Toten.
Der Medizinmann der Gelbmesser deutete dies als Strafe des großen Manitou dafür, dass die Fremden aus dem Norden das Land seiner Ahnen entehrt hatten. Da er großen Einfluss im Dorf besaß, gelang es ihm schnell, die Rotgesichter gegen uns aufzuwiegeln. Es kam zum Krieg. Mein Großvater, der wohl ahnte, dass wir im Kampf gegen die Wienländer nicht auf Dauer bestehen konnten, hatte in den Wäldern eine besondere Sorte Pilze entdeckt, aus der man ein heilendes Pulver herstellen konnte. Er hoffte, dass wir damit die Krankheit besiegen und so den Frieden mit den Gelbmessern zurückgewinnen konnten. Wir beteten zu den Asen, dass diese auf den Handel eingehen würden. Ja. Sammle 30 Pilze. Das ist jetzt das wahre Missionsziel. Wir sind nun feindlich mit den Gelbmessern. Ja, wenn ihr wollt, dass Friede zwischen unseren Völkern einkehrt, dann zahlt folgenden Tribut. Wenn ihr wollt, dass wir mit euch Freundschaft schließen, zahlt folgenden Tribut. Ja, die Gelbmesser haben jede Menge Soldaten. Deswegen gehen wir gleich mal das hier ein. Dass wir neutral mit ihnen sind und so müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. So, du bist erwachsen. Das heißt, du gehst gleich mal in die Schule und wirst unser Pilzsammler. Denn wir brauchen Pilze. Und da hier mehr als genug wachsen, bauen wir ihn hier hin. Na gut, hier wachsen auch ein paar, aber hier in dem Wäldchen sind es mehr. Also hier wachsen welche, da wachsen genügend Pilze. Auch wenn das teilweise Fliegenpilze sind. Ja. Du kannst wieder trainiert werden. Wir brauchen dich, glaube ich, als Farmer. Ach, gucken wir hier, das geht schneller. Ja, Pilzsammler, Farmer. Und zudem brauchen wir Pilze, die werden dann nicht verbraucht, anders als Öl. Pilzsammler. Und du wohnst bei deinen Eltern. So, meine Bauarbeiter, die sollten demnächst da anfangen zu schaffen. Oh ja, wenn man sich das Gesicht von den Gelbmessern jetzt anguckt, sind sie wenigstens nicht mehr zornig. Aber dafür sind sie noch nicht befreundet mit uns. Also haben sie dieses skeptische Gesicht. Und sagen, zwischen euch und meinem Volk herrscht Friede, doch haben wir keine Freundschaft geschlossen. Das heißt, handeln können wir mit ihnen nicht. Können also kein Bier gegen Gold tauschen. Doch keine Holzwerkzeuge gegen Schuhe. Oder Lederrüstungen gegen Bögen. Aber wir müssen uns schon mal keine Sorgen mehr machen, dass Büffeltreter vor unserer Tür steht und uns böse zusammentritt. Oder flinker Hase. Oder hoppelnder Hase. Oh, 20 Narben. Die hast du dir aber sicher verdient. Singender Frosch. Ja, zum Glück habe ich früh angefangen mit der Bierbrauerei.
Dadurch konnte ich wenigstens Frieden schließen, also auf neutral gehen. Nebenbei neutral. Ich kann ja in meiner Diplomatie selber auf neutral gehen. Was bringt das mir eigentlich, wenn ich neutral gegenüber jemandem bin? Steht das vielleicht in den Tipps und Tricks? Nö. Da stehen nur Angriffstaktiken. Ah, erst mit Bogenschützen angreifen und dann mit dem ganzen Rest. Macht irgendwie Sinn. So, Pilzsammlerhütte. Ist noch nicht fertig. Weil die beiden noch mit Straßenbau beschäftigt sind. Für die Pilzsammlerhütte brauchen sie Holz, Lehm, Weizen. Denn bei Holz wird jetzt Holz hier eingelagert. Nö. Habt ihr immer noch irgendwo was, wo ihr Holz einlagern könnt? Ja, du lieferst Holz aus. Ach, hier könnt ihr Holz einlagern. Okay. Weil ja, würde ich denen noch Holz geben. Da wären sie mir wieder freundlich gesonnen. Und ich muss mich jetzt auch nicht mehr gegen sie verteidigen. Ich muss auch gucken, dass ich die Pilze sammle. Deswegen. Geht ihr beide mal bitte und baut das Ding da. Wieso seid ihr mir jetzt wieder feindlich gesonnen? Schuhe. Zehn Schuhe. Dann mach du mir mal Schuhe. Wäre ich gerade irgendwo angegriffen? Nö. Diplomat. Ich hab sie aus Versehen auf feindlich gestellt. Ja, wenn du zu nah rangehst, ist es klar, dass du angegriffen wirst. Du kannst trainiert werden, das ist gut. Schuhe werden eingelagert, das ist auch gut.